Wir müssen wohl in diesen Tagen schmerzvoll lernen, dass auch die Demokratie sich des Krieges, wenn er ihr als Mittel aufgezwungen wird, nicht so einfach entledigen kann. Das heißt, dass wir womöglich gezwungen sind, uns zu überlegen, wie man auch in einer Demokratie den Krieg als Mittel zur Abwehr nach wie vor nutzen kann. Und vielleicht, das wäre meine stille Hoffnung, ist es auch möglich, mit diesem Mittel des Krieges zu zeigen, dass unsere Demokratien so eine Art von systemischer Überlegenheit gegenüber Autokratien haben, indem sie nämlich den Krieg, der ihnen aufgezwungen wird, dazu nutzen, sich selber demokratisch auch neu zu formieren und zu überlegen, wie weit der Krieg etwas ist, was man auch nutzen kann für die eigene Selbstvergewisserung. In einer Demokratie muss die Möglichkeit des Krieges oder die Möglichkeit der militärischen Selbstverteidigung auch immer wieder festgestellt und festgesetzt werden. Es ist natürlich auch möglich, dass eine Demokratie sagt, nein, sie will ganz auf dieses Mittel der militärischen Selbstbehauptung verzichten und zum Beispiel ihre Armee abschafft. Aber es ist, denke ich, notwendig, dass sich in Demokratien immer wieder die Frage stellt, wie man es denn mit der Verteidigung des eigenen im Notfall oder im äußersten Fall, wie wir ihn gerade sehen, oder wie er gerade auch den NATO-Verbündeten in der östlichen Hälfte Europas droht und natürlich in der Ukraine schon schmerzliche Realität geworden ist, sich damit auseinanderzusetzen. Mit ins Kalkül nehmen Sie schon, wobei das Problem natürlich ist, dass diejenigen, die das medienwirksam in erster Linie propagieren, gerade in den Gegenden Europas, die noch nicht selbst vom Krieg versehrt sind, in größter Wahrscheinlichkeit nicht diejenigen sind, die am Ende ihr Leben aufs Spiel setzen. Das macht es natürlich so eindrücklich bei der Führung, die Selenskyj in der Ukraine seinem Volk angedeihen lässt, dass da jemand offensichtlich bereit ist, aufs Ganze zu gehen und offensichtlich bereit ist, auch sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, eben keine Mitfahrgelegenheit will, sondern Munition. Das wirkt auf diejenigen, die im Westen und in der Ukraine selbst die entsprechenden Medienbotschaften des Präsidenten konsumieren, in hohem Maße appellativ. Es ist im hohen Maße authentisch. Natürlich weiß Selenskyj als ausgebildeter Schauspieler, wie man so etwas macht, im Unterschied zum russischen Präsidenten, der nur noch als Darth Vader rüberkommt. Dass man damit natürlich auf sehr alten Heldenklaviaturen spielt, das ist auch klar. Unser SFB über die Helden hat diese verschiedenen Vokabulare des Heldentums ja in ihrer ganzen Breite und in ihrer kulturellen Vielfalt analysiert und analysiert sie noch. Da wird jetzt vieles reaktiviert an Mustern, was wir schon aus sehr alten kulturellen Gegebenheiten kennen. Und es überrascht, denke ich, sicher viele, dass der militärische Held jetzt plötzlich wieder auf die Tagesordnung kommt, den man in den langen Zeiten des Friedens eigentlich nur noch mit ironischem Lächeln zu quittieren geneigt war. Ja, weil natürlich derjenige, der kapituliert in dieser Situation, sich vollkommen beliebig erpressbar macht. Also die Hoffnung der Administration in Kiew ist offensichtlich noch immer, dass durch den militärischen Widerstand die Gegenseite, die Seite der russischen Aggressoren, ganz offensichtlich so demoralisiert wird, dass es auf Dauer nicht geht. Die Vorschläge, das Szenario auf passiven Widerstand umzulenken, das in der Art und Weise, wie Mahatma Gandhi zu machen, die Vorschläge kommen mir angesichts der militärischen Übermacht im Augenblick doch noch recht naiv vor. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass für den Fall einer russischen Besetzung der Ukraine eine Form des passiven Widerstands tatsächlich außerordentlich zielführend sein könnte.
Natürlich sind wir in gewisser Weise naiv oder jungfräulich, was den Krieg angeht, weil wir, die meisten von uns, ihn eben nicht mehr erlebt haben. Die Frage wäre tatsächlich, und da werden Menschen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen in Kriegskontexten auch sehr unterschiedlich reagieren, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass es etwas bringt, den Tyrannen zu widerstehen, dann wird man vermutlich das auch jetzt empfehlen, während wenn man die Erfahrung der reinen Ohnmacht gehabt hat, des reinen Ausgeliefertseins, dann wird derjenige, der so betroffen war, oder diejenige ganz anders reagieren wollen, auch jetzt in der Gegenwart. Wobei ich gestaunt habe, wenn man so die Leserbriefseiten sich anschaut, wo sich gerade auch viele äußern, die den Krieg noch miterlebt haben, der alten Generation, dass da doch ein sehr robustes Vorgehen gegenüber der russischen Aggression vorgeschlagen wird. Aber ob das natürlich repräsentativ ist, ob diejenigen, die jetzt das schreiben, für die Generation derjenigen, die den Krieg erlebt haben, auch wirklich stehen können, das weiß ich nicht, dass der einzige überlebende Ankläger der Nürnberger Prozesse nun sagt, wir müssen Putin vor Kriegsgericht bringen. Das ist etwas, was sozusagen ihn ehrt, aber natürlich ist er nicht derjenige, der sozusagen die Kriegserfahrung gemacht hat, wie diejenigen, die damals Geflüchtete und Vertriebene waren.